Hey, wen haben wir denn da? Hab ich ja Glück, dass offen ist. Billy Curio. Hallo? Hey. Guten Tag, Tina. Guten Tag. So. Bist du zu Hause? Ja. Zu Besuch? Ja, also erstmal muss ich was trinken. Ich habe ja einen schönen Durst. Ich mach dir mal eine rote Weiße. Was hältst du denn davon? Das passt zum Thema. Ja, mach mal. Ist gut. Okay. Ich liebe Berliner Weiß. Rot-Weiß ist wichtig. Ja, natürlich. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Rot. Mehr Rot als Weiß? Aber der Geschmack. Prost. Also dann. Auf dein Wohl. Prost. Sina, du als junge Frau, Köpenick geboren, Köpenick groß geworden, ja, richtig? Eine richtige Berliner Pflanze. Muttermilch war wahrscheinlich rot-weiß. Rot-weiß schon, ja. Genau. Das hätte ich mir gedacht. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin schon, seitdem ich wirklich denken kann, bin ich zur Union ins Stadion gegangen. Und das war einfach immer was ganz, ganz Besonderes. Ich habe sogar... Du kannst Fußball spielen, ich weiß. Ich habe wirklich bei Union Berlin gespielt. Gespielt, ne? Ja. Du, gar nicht mal so schlecht sogar auch. Also ich war ja erst Verteidigung. Dann vor ins Mittelfeld. Ich war ja sehr clean, aber schnell. Und das ist ja entscheidend. Du musst schnell sein. Und ich würde sogar sagen, dass da, glaube ich, habe ich so den Grundstein gelegt für die Schauspielerei auf alle Fälle. Jetzt sind wir mal ehrlich, man muss ja auch als Fußballspieler manchmal auf dem Feld so ein bisschen Schauspieltalent haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Sonst kannst du kein Fußballer werden. Nee, du kannst sonst kein Fußballer werden. Es schadet nicht, es schadet nicht. Also die Italiener haben es richtig drauf. Die sind ja perfekt in ihrer fußballerischen, darstellerischen Art. Also sind ja extrem gute Schauspieler. Und bei uns bei Union gibt es auch ein paar, die gut auch ein paar Rollen mal kriegen können. Ja. Dann bist du nach Salzburg gegangen? Genau, ich habe dann Schauspiel am Mozarteum in Salzburg studiert. Genau, dann erstmal viele Jahre Theater gespielt. Und dann bin ich zur Soko München gekommen als Kriminaltechnikerin. Das Schöne ist ja, egal wo man ist, man trifft ja immer. Sag mal, was ist denn da los da hinten? Ja, da ist die Polizei. Da musst du da was machen jetzt. Alba, also kann ich nicht machen. Und das ist ja halt so. Ne? Also Berlin. Was ich jedenfalls sagen wollte, das Schöne ist ja wirklich, dass man Unioner überall trifft. Und mein Ding ist, egal wo man lebt und arbeitet, das Herz schlägt für die Heimat und für den Verein. Zum Beispiel eine schöne Sache, muss ich jetzt kurz mal dir erzählen. Also du hast eine Menge Leute am Set, die genauso ticken. Ich hatte neulich eine Produktion, es war komplett eine Berliner Produktion, habe ich mich natürlich sehr wohl gefühlt. Und in diesem Moment muss ich sagen, lieber Hotte, ich danke dir wirklich für dieses T-Shirt. Es ist zu mir ans Set gekommen. Du, das hat ja seiner Frau mitgegeben. Die macht nämlich bei uns die Continuity. Die gucken ja immer, dass immer alles auf Anschluss ist beim Film, dass die Texte stimmen. Und die hat mir dieses T-Shirt hier gegeben. Okay. Und das ist Besonderes. Von Hotte. Das ist von Hotte. Also Hotte, vielen Daumen Dank. Hoch. Super. Cool, wa? Jetzt lebst du ja in München, ne? Ja. So, und die spielen ja auch in Rot-Weiß. Oder gehst du zu den anderen, zum 60ern? Ach, wo liegst du so da? Ist das ja nicht? Also beim Spielen muss ich sagen, ich war ja gegen Bayern auch im Stadion. Hm? Da musste man sich erstmal wirklich orientieren. Alles war Rot-Weiß, alles unsere Farben, wenn man so will. Ja. Da musste man erstmal gleich gucken auf dem Schal, okay, so. War ein bisschen verwirrend. Aber ich finde, sie haben das ganz gut gemacht. Ja, ist ja schon lange her. Und ich denke sowieso, wenn die Mannschaft und der Trainer und wenn die Fans weiterhin so eine Einheit bilden, wenn das weiterhin so zündet, glaube ich, können wir uns auch ganz gut schlagen. Also ich habe da ein gutes Gefühl. Champions League? Naja, da schauen wir mal. Für alle Schauspieler. Das Besondere bei Union Berlin sind ja auch wirklich, sind die Fans, die dahinter stehen. Und die Mannschaft, die spürt das. Und das ist ja auch das Tolle, wenn man im Stadion ist, diese Stimmung, die da ist, das ist einmalig. Also da bin ich aufgeladen für das nächste halbe Jahr, wenn ich einmal beim Spiel war, ja? Das reicht dir? Ja. Weil ich muss da alle zwei Wochen hingehen, bei mir ist es... Naja, natürlich am liebsten öfter, ja. Aber das ist natürlich, es ist einmalig. Und ich finde, es können sich auch alle Mannschaften freuen, in der Försterei zu spielen. Das ist einfach was Besonderes. Fußball ist ja bei uns auch echt auch ein Thema in der Produktion, weil man weiß ja, unser Chef, der Arthur Bauer bei der Soko München, der ist ja eingefleischter 1860-Fan und also auch, glaube ich, ganz schön harte Zeiten für die. War schon ewig. Aber so geht's immer. Das ist immer das Erste, worüber wir eigentlich sprechen am Set. Na, wie hat denn Union gespielt? Sag, naja, wie war 1860? Ist schon schwere Zeiten. Du, ja nicht so viele über München quatschen. Das ist in kurz vor Italien eigentlich interessiert uns das ja nicht. Was ist denn eigentlich so mit Frauen beim Fußball? Bei Union sieht man das ja. Und gerade Merchandising und Union, hast du so einen Schal? Eiserne Gretchen? Kommt ja eigentlich. Du, also da muss ich sagen, da sind die auch wirklich ganz weit vorne. Es gibt ja jetzt so tolle neue Schals mit. Also hier. Ach, so, der sagt mir immer, wie Union spielt, ne? Oh. Ja, der kann dir nicht verrichten. Der kann eigentlich keine anderen Tiere abnehmen. Da sieht man hier dieses wunderschöne Muster. Also, den habe ich hier von meinem Papa, ne? Hier. Oh, schön. Der ist wunderschön. Kann man auch gut im Sommer tragen, ne? Ja, bitte. Oh.
Oh, Seide aus Indien. Angenehm, ne? Seide aus Indien. Als Königin geht man zum Fußballspiel, ne? Du hast ja auch Ahnung vom Fußball. Du lebst das ja auch. Ja, es gibt ja auch Rituale vom Spiel auf alle Fälle. Mhm. Also egal, ob man jetzt im Stadion ist oder nicht, immer einmal die Hymne hören. Vorher. Einmal die Hymne hören. Tief durchatmen und dann gedanklich beim Team sein. Und da hörst du? Die Namen, ja, logisch. Nina. Unsere Hymne, ja, ja. Ja, es gibt da mehrere Hymnen. Also ich bin da ja, aber nicht die so. Ist ja der Knaller. Findest also, du? Die ist ja wirklich. Ja, also, die geht ja durch und durch. Wenn du da im Stadion bist und dann wumm, kommen die langsam raus. Das ist ja eine Stimmung. Das ist einfach. Geht schon wieder los. Ich ne? mach Siehst das du? Auch. Bin schon wieder fix und fertig. Also egal, vor wo ich jedem bin. Spiel. Ja. Kurz mal konzentrieren. Knöpperin. Und dann los, egal wo ich bin, ja. Das ist natürlich cool. Ja, das ist Tradition, ne? Jetzt habe ich noch gar nicht von meinem Aufstiegsrasen erzählt, den ich habe. Den hast du in München? Der ist auch zu mir gekommen, ja. Der wächst und gedeiht bei mir im Garten. Den hast du hier selber mit? Nee, du warst ja nicht, Stückchen. Gar nicht da. Ja, mein Papa hat den Rasen ausgestochen. Ach so, dann werden wir den mal zur Verantwortung ziehen. Ne? Das ist ja, oh, weil ja, darf ich jetzt hier gar nicht sagen, ja, ja, oder? Doch, der ist vorbei. Cut. Die Adresse haben wir ja. Ich habe nichts gesagt, ne? Also, ja, ja, na gut. Ja, ich habe es immer Rasen. Also der Rest, der fehlt, ist bei mir auf dem Balkon hier rum. Dina, ich habe dir aber auch was mitgebracht. Was denn? Na, was tönet. Weil das hat nun wirklich was mit Berlin zu tun. Und hier ist Berlin definitiv rot-weiß. Wow. Ja. Wow. Und dann habe ich dir noch einen Original-Aufnäher. Der passt wunderbar aufs Abendkleid. Kann man immer mal du, mit deiner Opa hin. Wenn ich Schauspielerin des Jahres irgendwann mal werde, du genau. dann hier so? Hier genau. so hin? So genau. Ich habe auch noch was für dich. Das ist die Kriminaltechnikerin. Das ja, sieht durch man. Und durch. Ja, aber ja. ein eiserner Blick. Dir kann man da gar nicht vormachen. Du bist die Profilerin und Technikerin in einem. Ja. Jetzt haben wir aber was vor. Ja, was? Du bist ja auch hier, weil wir wollen ja noch was tippen. Mhm. Und zwar gegen die Karnevalsstadt, ja? gegen Mainz. Ah, die singt und lacht. Genau. Mm, was sagst du? Hast du schon? Wir sind schon klar, ja. Ich schreibe immer als erstes Union, ja? Auch wenn es auswärts ist, ja, ist scheißegal. Wir nö, sind immer vorne. Zuerst vorne, ja. genau. Wir gewinnen 2-1 in Mainz auf deinem Zettel. Ja. Und Jürgi 3-1 in Mainz. Oh, gut. Ja? Ja, so. Alles klar. So, was gibt's denn sonst noch Neues? Dann geht's ja dann auch bald schon wieder los mit dem Nockerberg. Da werden Politiker gedoubelt und dann hast du da die Angela Merkel auf der Bühne, den Seehofer auf der Bühne. Wer bist du? Also ich spiele da die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Das ist halt ein super Format, weil du den Politikern, wenn man so will, einen Spiegel vorhalten kann. Ne? Da müssen die Politiker durch und die sitzen dann vorne in der ersten Reihe. Und du spielst da. Hat mich total gefreut, du mich dass, dass du da warst. Unionerin, für mich bist du ja die Unionerin des Jahres. Ich halte die Fahne oben. Machte. Ich halte die da Fahne unten oben. In Italien ist oh, da total. Das wollte ich sowieso. Ja, da unten, aber da gibt es ja auch einen ganz starken Union-Club. Das Lustige ja, war ja, als ich eine Müllbelieferung hatte, du, da macht er seinen LKW auf. Sag ich, was ist denn das hier? Ist ja wieder Union-Fanshop. Sag ich, naja, ich bin ja aus Kümmel. Der fährt jedes Wochenende zu den Spielen und der hat mir da meine Möbel gebracht. Ach, wie schön. Überall und es gibt es ja. überall. Also, Sina, dann, du vielen, machst vielen, gut. Vielen, wir machen hat so. Mich gefreut. Und dann sehen wir uns. Also, mach's Bye. Gut. Tschüssi. Tschüss. Und niemals vergessen. Hang loose, Aloha.